Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Was führt Sie zu mir? Bis schon. Also erstens, mein Name ist Gabriel. Und ich habe in meinem Leben Pech. Erstens, ich habe Lotto gewonnen, aber ich habe den Lottoschein verloren. Das ist eine Scheiße. Aber mein wirkliches Problem ist ein Mädchen. Es gibt ein Mädchen in meinem Leben. Und ihr Vater erlaubt nicht, dass ich mit ihr Kontakt habe. Und das verstehe ich nicht. Sie ist die wunderschönste Frau, die es gibt. Sie hat so einen wunderschönen Augen und lange Haare. Aber ihr Vater verbietet uns, dass wir uns treffen. Und das verstehe ich nicht. Haben Sie schon mal mit dem Vater irgendwie geredet? Irgendwie den ersten Schritt müssten Sie machen. Weil Sie möchten ja etwas erreichen, nicht? Okay, dann ja. Okay, schönen Tag schön. Noch. Tschüss. Tschüss. Hallo Simi. Hi Kadir. Ey, ich muss was sagen, ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch sehr. Guck mal, ich habe etwas überlegt. Ich will deinen Vater kennenlernen. Ja, ich könnte ihn das mal fragen. Kannst du mit ihm reden, dass ich ihn mit ihm treffe oder irgendwie sowas? Mach ich. Okay, dann tschüss. 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 Papa, kann ich mal mit dir was besprechen? Ja, ich komme. Ja. Ich würde dich gerne mal was fragen, Papa. Ja. Also es geht um Kadir. Ich komme nicht weg von ihm, Papa. Er würde sich gerne mit dir kennenlernen. Gerne möchte ich das nicht, nee. Willst du unbedingt mit diesem Typen zusammen sein? Ja, ich kann ohne ihn nicht, Papa. Warum? Er denn bestimmt nicht? Kennst du den überhaupt richtig? Ja, ich kenne ihn. Weißt du, was das für ein Mensch ist? Ja, was für ein Charakter? Ja, ich weiß alles, Papa. Bist du sicher, dass du glücklich wirst später? Ja, ich weiß alles. Naja, dann soll er irgendwann mal vorbeikommen, denn ja, machen wir was. Ja, das hätte ich gern. Eine andere Chance haben wir nicht. Okay. Dankeschön, Papa. Ja. Naja.